Ja, vielen Dank, Frau Professorin Bischof Ferrari, liebe Heike, Frau Spitaldirektorin, liebe Monika, ja, liebe Frauen und Männer von allen Alter, liebe Zürcherinnen und Zürcher und auch von weiter her. Es freut mich riesig, dass ich heute hier sein darf, am 14. Tag. Heike hat mir immer wieder berichtet, dass das für lässige Anlässe sind. Und wenn ich wirklich auch die Begeisterung in ihren Gesichtern sehe und auch den vollen Saal, dann stimmt das. Ich freue mich sehr auf den heutigen Nachmittag und auch, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, ob wir wollen oder nicht, irgendwann werden wir alle älter, auch wenn wir uns noch nicht 60 oder älter fühlen. Aber ich würde sagen, heute ist das 60 das neue 50. Man nennt das heute auch nicht mehr alt, sondern sogenannte Best Ager. Man läuft sogar auf Laufstegen. Ich weiss nicht, wer von Ihnen Germany's Next Topmodel kennt. Dort sind also jetzt wirklich Models in diesem Alter. Aber auch wenn man sich jünger fühlt als biologisch betrachtet, ändert sich natürlich etwas. Aber ich kann Ihnen sagen, dass auch die Mehrheit der Zürcher Regierung heute im Pensionsalter ist. Etwa auch schon über 60. Wir sind also nur noch zwei unter 60. Sie sind also dort sehr gut vertreten. Es ist bemerkenswert, dass unser Land so eine hohe Lebenserwartung aufweist. Sicher auch dank am medizinischen Fortschritt. Im Kanton Zürich sind ein Fünftel der Zürcher Bevölkerung über 60. Und auch in der Schweiz steigt die Lebenserwartung kontinuierlich an. Mit dem Älterwerden der Bevölkerung verändert sich auch die Altersstruktur von Patientinnen und Patienten für das Gesundheitswesen. Und darum gewinnt auch die Altersmedizin immer mehr an Wichtigkeit. Zum Gesundheit, physisch und psychisch im Alter zu stärken, fördert der Kanton auch gezielt Programm für ältere Menschen. So haben wir zum Beispiel zwei Wochen ein Forum mit Prävention und Gesundheitsförderung, wo wir auch in Workshops mit Best Ages, wie man es eben heute sagt, Angebot diskutiert, um zum Beispiel auch die Einsamkeit im Alter vorzubeugen. Wir haben auch ein kantonales Aktionsprogramm, finanziert durch die Gesundheitsdirektion zusammen mit Gesundheitsförderung Schweiz, mit diversen Projekten. In Gemeinden zum Beispiel haben wir das sogenannte Café Balance, wo man so in Rhythmiklektionen mitmachen kann. Und es gibt weitere Projekte, die heisst «Zusammen gehen laufen», dass man sich eben zusammenschliessen kann, um zu spazieren, wenn man eben vielleicht nicht mehr so viele Leute um sich herum hat. Ich freue mich auch darum, besonders heute da zu sein, wegen der Donna Leon. Ihre Buchreihe «Commissario Brunetti» habe ich fast alle gelesen. Ich bin aber aus zeitlichen Gründen erst bei Buch 31 angelangt. Und es gibt jetzt ja schon, glaube ich, 32 und bald das 33. Das freut mich sehr auch, Sie heute kennenzulernen. Weil Lesen fördert ja auch die geistige Gesundheit. Ja, vielleicht zum Abschluss als Gesundheitsdirektorin. Ich glaube, man kann sagen, wir haben immer noch eine hervorragende Gesundheitsversorgung, auch wenn dort und da, vor allem in den Medien, immer wieder ein bisschen gemeckert wird. Und dazu tragen die Spitäler einen grossen Teil bei. Aber auch Arztpraxen, aber auch Pflegezentren. Ich will namentlich auch die Spitex erwähnen und andere Gesundheitsorganisationen, die da einen wichtigen Beitrag leisten. Und darum freue ich mich auch, dass viele von Ihnen heute da sind. Ja, ich danke am USZ, ich danke am Stadtspital, danke auch dir, liebe Heike Bischof Ferrari, fürs Organisieren vom heutigen Anlass und da den Tag dürfen mit Ihnen zu verbringen. Und wünsche uns allen einen gelungenen und interessanten Nachmittag. Vielen Dank. Es ist so ein schweres Geschenk. Liebe Nathalie, wir machen uns immer Gedanken, was wir unseren Redner als Präsent mit auf den Weg geben. Und ich glaube, dieses Jahr ist es besonders spannend, ganz nach der Vorgabe Einsamkeit vermeiden, beinhaltet dieses Geschenk ein Dinner for Two, inklusive Grüntee. Und dann natürlich das Highlight, das neueste Buch von Donna Leon, das in Europa noch nicht auf dem Markt ist, mit persönlicher Widmung. Und eben jetzt bezüglich Gesundheit, auch noch in der Vor-Adventszeit, eine digitale, kontinuierliche Blutglucose, Blutzuckermessung mit anschließender Longevity-Beratung von mir, falls gewünscht. Vielen, vielen Dank. Danke.